Herzlich willkommen bei World Changer, dem Nachhaltigkeitsmagazin der Salzburger AG. Der Klimawandel ist mittlerweile auch hier bei uns in Salzburg angekommen. Umso wichtiger ist es jetzt, mit diesem Thema sehr sensibel umzugehen. Die Salzburger produziert jetzt schon 100% sauberen Strom für Salzburg und auch die Digitalisierung, man glaubt es kaum, hilft dem Klimawandel entgegenzuwirken. Es gibt aber auch einige Klimamythen. Alles nur Panikmache. Diese Aussage hört man oft im Zusammenhang mit dem Thema Klimawandel. Dr. Gunther Sperker, Koordinator für Klimaschutz und Umweltplanung vom Land Salzburg, räumt nun mit den beliebtesten Mythen rund um den Klimawandel auf. Klimamythos Nummer 1. Den Klimawandel gibt es doch gar nicht. Das ist keine Glaubensfrage. Der Klimawandel ist eine Tatsache. Der Klimawandel ist bei uns angekommen. Der Klimawandel findet weltweit statt, aber auch und besonders bei uns im Alpenraum. Also primär einmal ist der Klimawandel hervorgerufen durch die Wirkung von sogenannten Treibhausgasen in der Atmosphäre. Das sind im weitesten Sinne Gase, Spurengase in der Atmosphäre, die das Strahlungsgleichgewicht sozusagen durcheinander bringen. Und die erste Äußerung ist eine Temperaturerhöhung in der Atmosphäre und davon abgeleitet viele andere Prozesse, die aber ursächlich mit dem eigentlichen Urgrund, sozusagen mit der Temperaturerhöhung, zusammenhängen. Mythos Nummer 2. Es gibt doch gar keine Beweise für den Klimawandel. Also es gibt sowohl theoretische Modelle im Hintergrund, die das sehr gut beschreiben, die übrigens schon sehr alt sind. Es hat bereits Ende des 19. Jahrhunderts der berühmte schwedische Chemiker und Physiker Svante Arrhenius das berechnet, und zwar mit einer überraschenden Präzision eigentlich. Und es gibt neben diesen theoretischen Modellen auch die Möglichkeit, sogenannte Klimaszenarien zu bilden. Das sind Modelle, die versuchen, sozusagen die Erdphysik in Computermodelle zu packen. Und es gibt Beobachtungsreihen, sehr lange. Es gibt die längsten Reihen, die zurückgehen, zum Beispiel Eisbohrkerne aus Grönland. Es gibt Sedimentproben, es gibt Baumringe. Und alle diese drei Parts sozusagen sagen uns dasselbe, nämlich ja, der Gehalt an Treibhausgasen in der Atmosphäre und die Temperatur sind eindeutig korreliert. Und je mehr Treibhausgase in der Atmosphäre sind, desto wärmer wird es. Und wir sind dabei, sozusagen das Klima so zu verändern, wie es in den letzten paar Millionen Jahren nicht war. Mythos Nummer 3. Temperaturschwankungen hat es doch schon immer gegeben. Freilich, keine Frage. Nur das, was bei dieser Argumentation immer übersehen wird, die Geschwindigkeit ist eine völlig andere. Wir wissen, dass das Erdklima insgesamt von der Umlaufbahn der Erde um die Sonne, von der Drehung sozusagen um der Erdachse abhängt. Das ist die sogenannte Präzessionsbewegung. Wir wissen, dass die Sonnenfleckenaktivität einen Einfluss hat. Wir wissen, dass die Strahlungsintensität der Sonne sich ändert. Wir wissen, dass die Tektonik der Erdkruste einen Einfluss hat. Aber all das erklärt nicht das, was jetzt passiert, sondern das lässt sich nur durch die Spurengase, durch die Treibhausgase belegen. Und typischerweise sind Klimaschwankungen im Bereich von mehreren hundert bis mehreren tausend Jahren oder 10.000 Jahren signifikant. Und wir machen das sozusagen ein gigantisches atmosphärenchemisches Experiment in extrem kurzer Zeit. Mythos Nummer 4. Es gibt Wissenschaftler, die Beweise gegen den Klimawandel haben. Da sage ich Ihnen, nein, diese Wissenschaftler gibt es nicht. Es gibt eine aufschlussreiche Studie, dass die haben untersucht, sozusagen, wie schauen die Publikationen zum Klimawandel aus, und zwar in, wie soll ich sagen, in Qualitätsmedien. Wenn Sie einen normalen wissenschaftlichen Artikel schreiben, muss der einen Review-Prozess unterlaufen, und mehr als 98% aller Artikel bestätigen diese These. Was nicht darüber hinwegtäuschen darf, dass wir vieles heute noch nicht in der nötigen Präzision wissen und dass natürlich noch viele Fragen offen sind. Mythos Nummer 5. Der Einfluss des Menschen ist doch gar nicht so groß. Der Einfluss des Menschen ist aus meiner Sicht praktisch zu 100% gesichert. Natürlich gibt es auch natürliche Prozesse und Schwankungen, wie eben die erwähnten Sonnenflecken, die einen Beitrag haben. Aber es ist absoluter Konsens in der Wissenschaftsgemeinschaft, dass der Mensch für diese Auswirkung, die wir heute sehen, hauptverantwortlich ist.
Mythos Nummer 6. Müssen wir wirklich unser Klima schützen? Der Planet gleicht das doch selbst aus. Da sind wir bei einem beliebten Klimamythos. Klimaschutz ist eigentlich falsch. Das Klima muss nicht geschützt werden. Wenn Sie sich die Geschichte der Erde historisch anschauen, dann hatten wir schon alles. Die Erde war komplett eisfrei und die Erde ist praktisch als Eis- und Schneeball durch den Weltraum geflogen. Die Natur wird es natürlich irgendwann ausgleichen. Es wird ein anderes Gleichgewicht geben. Ich sage immer, natürlich wird es auch einen Lebensraum für den Menschen geben, aber sicher nicht für 10 Milliarden Exemplare. Mythos Nummer 7. Auf Salzburg hat der Klimawandel aber noch keine Auswirkungen. Also interessanterweise ist Salzburg und der Alpenraum insgesamt vom Klimawandel deutlich stärker betroffen als sozusagen die gesamte Atmosphäre. Man spricht immer sehr viel von diesem 2-Grad-Ziel, das heißt, die Erwärmung, die mittlere globale Erwärmung soll jedenfalls unter 2 Grad bleiben. Da muss man sagen, das haben wir im Alpenraum praktisch schon hinter uns. Der Alpenraum erwärmt sich deutlich schneller und mit dieser Erwärmung kommen natürlich auch Änderungen der Niederschlagsmuster und das, wenn man sich an die Hochwässer zurückerinnert oder an diese Zunahme der Starkniederschläge, das sehen wir im Alpenraum jetzt schon sehr deutlich mit allen Folgen. Wir sehen auch natürlich, dass durch die Erwärmung auch mit anderen Stressfaktoren wie längere Trockenperioden oder Dürreperioden zum Beispiel die Borkenkäferproblematik extrem steigt. Dadurch werden die Wälder wieder geschwächt, bieten weniger Widerstand und so setzen sich leider allenthalben gewisse Teufelskreise in Bewegung. Also wir sehen es in Salzburg extrem stark und eigentlich stärker, als wir erwartet hatten. Ist Klimaschutz nur etwas für Gutmenschen oder betuchte Bürger? In der nächsten Folge von World Changer gehen wir weiteren Klimamythen auf den Grund und schauen uns an, welchen Beitrag jeder Einzelne von uns leisten kann. Um den Klimaschutz geht es auch bei der Energieberatung der Salzburg AG. Die Energieberaterinnen und Energieberater sind täglich in ganz Salzburg unterwegs, um in Sachen Energieeffizienz zu unterstützen. Einen neuen Kollegen möchten wir Ihnen jetzt vorstellen. Hallo, ich bin der Schmidt Andreas, ich bin 26 und ich bin seit Mai in der Energieberatung der Salzburg AG. Ja, zu meinen Aufgaben gehört einerseits das Voranbringen der Digitalisierung der Energieberatung. Da zählt einerseits dazu, dass ich Energiespartipps aufbereite, die dann über die Homepage, über Newsletter publiziert werden, ebenso über Amazon Alexa, als auch über Google Assistant. Und zur anderen Seite gehört dazu, dass ich Vorortberatungen mache. Da bin ich jetzt gerade nur in der Ausbildung. Im Zuge von meinem Studium habe ich die A-Scheinprüfung bereits absolviert. Und in den nächsten paar Wochen mache ich ja die F-Scheinprüfung und kann dann selber bei Vorortberatungen mitwirken. Studiert hat Andreas Schmidt an der FH Salzburg am Campus Kuchl im Fachbereich Smart Building, energieeffiziente Gebäudetechnik und nachhaltiges Bauen. Smart Building ist Gebäude nachhaltig bauen. Smart Building ist Gebäude energieeffizient bauen. Da stehen schon mal diese zwei Säulen drin. Und Smart Building ist auch das Gebäude als Gesamtheit zu verstehen. Das Ziel von dem Studiengang ist, jemanden auszubilden, der das ganze Gebäude im Blick hat. Denken Sie sich zum Beispiel momentan die Klimadebatte, wie weit das junge Leute und Interessierte vorantreibt. Das ist ein Thema, das jeder gerne wissen möchte. Jeder hat einen Sinn momentan für dieses Thema und da ist der Studiengang am Puls der Zeit. Die Lehrveranstaltung im Bereich Energieberatung gibt es schon seit dem Beginn des Studiums, nämlich seit dem Jahr 2013. Und es gibt eben im Curriculum viele Lehrveranstaltungen, die sich mit dem Bereich Energie und Energieberatung auseinandersetzen. Da werden auch die Grundlagen für den Energieberater geschaffen und im fünften Semester gibt es dann eine extra Lehrveranstaltung, wo dann die Energieberater dann und Energieberaterinnen noch ausgebildet werden. Und da gibt es dann auch Testenergieberatungen, wo wir zum Praxisbeispiel fahren und wo dann die Studierenden das erlernte Wissen in der Praxis ausprobieren können. Die Lehrinhalte reichen von den unterschiedlichen Heizungsvarianten über den Heizungstausch bis hin zu Dämmmaßnahmen und den Fenstertausch. Ja, ich würde es jedem empfehlen, der entweder sich generell für Gebäude interessiert
Der was einfach einen ganzheitlichen Blick auf das Gebäude, nicht nur die architektonische Richtung oder nur die heizungstechnische oder die gebäudetechnische Richtung, sondern das Studium kombiniert einfach das alles und macht einen ganzheitlichen oder gibt einen ganzheitlichen Überblick über das ganze Gebäude. Und das finde ich sehr interessant und deswegen habe ich mich für das Studium entschieden. Das Coole an meinem Job ist, die Kunden zu helfen, deren bewohnte Umgebung zu optimieren. Der Kontakt zu den Kunden selbst und die Abwechslung zwischen Büroarbeit, Homeoffice auch und die Vorortberatungen beim Kunden. Und dass man selber einen kleinen Beitrag zur Energiewende leisten kann. Wenn Sie sich für einen Job bei der Energieberatung der Salzburg AG interessieren, melden Sie sich gerne unter www.salzburg-ag.at/karriere. Sommerzeit ist Urlaubszeit und aus diesem Grund freuen sich schon alle auf den wohlverdienten Urlaub. Und wie soll man den aber nachhaltig gestalten bzw. sein Zuhause verlassen? Aus diesem Grund habe ich mir jetzt den Chef der Energieberatung der Salzburg AG, Hermann Christner, eingeladen. Hermann, wie soll man sein Zuhause jetzt vor dem Urlaub verlassen? Wie startet man hinein in den Urlaub? Nun, gut geplant ist halb getan. Also halb getan heißt in dem Fall, mit möglichst wenig Umweltbelastung seinen Urlaub zu beginnen. Natürlich ist der Effekt, die Urlaubsreise an sich. Aber man sollte auch dann das Zuhause denken, das bleibt zu Hause. Sprich, das Zuhause sollte in der Abwesenheitszeit halt möglichst wenig Energie verbrauchen, keine Standby-Verbräuche, Geräte ausschalten, wo es geht, mit zwei großen Ausnahmen. Das ist einmal die Lebensmittelsicherheit und einmal die Gebäudesicherheit. Ne? Das heißt also, Kühlschrank und Tiefkühlschrank sollten weiterlaufen. Und auch wenn Sie eine Anwendung haben, die Alarm ist, die Gebäudefernsteuerung ist, die Überwachung ist, muss natürlich weiterhin mit Strom versorgt sein. Und das geht am besten mit Checklisten, damit man ja nichts vergisst, aber auch nichts Unnötiges dann im Urlaub dabei hat, was man gar nicht braucht. Ich kenne das, die Checklisten, was man alles im Urlaub mitnehmen soll. Jetzt noch eine zweite Checkliste, dass man es zu Hause ordentlich verlässt. Interessant, genau, ja. Genau, da gibt es schon fertige Checklisten zum Abhackeln, was man alles ausschalten soll, was man unbedingt wieder einschalten soll. Es ist total simpel und sicher. Nachhaltigkeit und der Weg zum Urlaub, zum Urlaubsort, wie schaut das aus? Wie kann man diesen Weg nachhaltig gestalten, um seinen kleinstmöglichen Fußabdruck zu hinterlassen? Das ist eigentlich die entscheidendste Größe, wenn man weiß, An- und Abreise sind rund 75% der Emissionen der Umweltbelastung im Zusammenhang mit dem Urlaub. Und natürlich ist vom Urlaubsziel abhängig. Je weiter weg, umso höher ist das Flugzeug, wissend, dass eine Fernreise natürlich richtig viele Emissionen verursacht. Auf Kurz- und Mittelstrecken sind Bus und Bahn schon richtig gute Alternativen. Also Städtereisen, es gibt so gut wie zu jeder Stadt eine sehr gute Bahn- und Busverbindung. Und natürlich, das Auto ist auch Option, wird vielfach genutzt. Da gibt es viele Möglichkeiten. Also zum Beispiel Spritsparreifen verwenden, zu ungefähr 5% der Ersparnis. Auf jeden Fall den richtigen Reifendruck. Zu wenig, ein halbes Bar zu wenig Luftdruck sind 5% mehr Spritverbrauch. Und spritsparend fahren, das Gebot der Stunde, sprich vorausschauend, gleichmäßig und niedertourig. Auch das bringt, wenn man 10.000 Kilometer fährt und mal flott, 200 Euro Ersparnis. Kann man jetzt zusammenfassen, wenn man mit der Bahn unterwegs ist, hinterlässt man den geringsten ökologischen Fußabdruck? Stimmt, die Bahn ist das umweltfreundlichste Transportmittel. Und wenn wir jetzt mal dort sind, dann soll es ja natürlich auch Gaudi auch sein. Ja? Wie kann man sich den Urlaub denn so nachhaltig gestalten, wie es irgendwie geht? Natürlich soll es ein Gaudi sein. Urlaubszeit ist Genusszeit, Freizeit und Entspannung. Es beginnt beim Quartier. Man kann sich da das Quartier aussuchen nach Lust und Laune, aber auch danach. Es gibt Hotels, die einfach Umweltzertifikate haben, die belegen, wie sie mit den Lebensmitteln, wie sie mit den Ressourcen umgehen. Und es gibt da jetzt einen Trend, das ist Campen und Zelten. Der ist hinsichtlich Glamping, glaube ich, heißt das, oder? Ja, der ist hinsichtlich Umwelteffekt natürlich vorteilhaft, das eine. Und das andere ist natürlich Genuss, sprich Essen und Trinken. Auch da ist es, Sie entscheiden, was Sie trinken, was Sie essen, woher die Lebensmittel kommen, wie die produziert werden und wie dann mit den Lebensmitteln umgegangen wird. Also es liegt eigentlich in der eigenen Hand. Und die Rückreise sollte ja ähnlich gestaltet werden als wie die Hinreise, schätze ich. Für die Rückreise gilt das Gleiche, gut geplant, ist wiederum halb getan mit möglichst wenig Umwelteffekt. Soweit man es selbst in der Hand hat, sollte man überlegen, wann fährt man, welche Route nimmt man, damit es die kürzeste und schnellste ist, damit man auch an Stau auskommt, denn ein Stau ist wiederum ein Spritverbrauch und ich denke auch ein Nervenverbrauch. Und wenn es Flug ist oder ein Bus oder Bahn, hat man natürlich diese Entscheidungsfreiheit nicht. Da kann man zumindest sagen, bin ich dann am Flughafen und dann fahre ich von dort nach Hause mit einem Öffi. Und wir haben ja auch einige Mal über die Heizung gesprochen. Die sollte man ja, wenn man auf Urlaub fährt, ja auch ausschalten bzw. die Warmwasseraufbereitung zurückdrehen. Also beim Sommerurlaub gilt es natürlich, alles ausschalten, ganz klar. Wenn es ein Winterurlaub ist, dann sollte man die Heizung nicht ausschalten, sondern temperieren. Aber jetzt sprechen wir vom Sommerurlaub. Ja, genau. Dann wünsche ich einen schönen Sommerurlaub. Und das war World Changer, das Nachhaltigkeitsmagazin der Salzburger. Ich freue mich auf das nächste Mal.